Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Autarkie. Mein Name ist Thomas und in dieser Folge geht es um die PV-Auswertung für den Dezember 2021. Ja, und der Dezember 2021 ist dann quasi das Finale für das Jahr 2021. Und wenn ihr nochmal sehen wollt, wie die einzelnen Monate im Detail verlaufen sind, könnt ihr euch entweder meine Monatsvideos angucken oder ihr wartet auf die Jahresauswertung, die ich natürlich auch noch drehen werde, wo ich dann nochmal auf die ein oder andere Spezialität eingehen werde. Bevor wir mit dieser Folge jetzt starten, für euch alle noch ein frohes, gesundes und glückliches neues Jahr. Hoffe, ihr seid gut rübergekommen und ja, seid wieder voll motiviert, ins neue Jahr zu starten. Wir wollen uns heute halt angucken, wie der Dezember so war, beziehungsweise was er noch leisten konnte und ob er die gesamte Jahresstatistik noch so ein bisschen ja, aufwerten konnte oder eben auch nicht. Wenn ihr solche Folgen grundsätzlich gut findet, ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch sehr gerne den Kanal und wenn ihr noch die Glocke aktiviert, dann habt ihr alles getan, was ihr tun könnt und werdet automatisch über neue Folgen von mir informiert. Wie üblich, Hinweis am Rande, unten in der Beschreibungsbox sind wieder die Sprungmarken zu den einzelnen Kapiteln dieser Folge, sodass ihr dann dorthin wechseln könnt, was für euch am interessantesten ist. Gut, und dann starten wir jetzt mit dem Intro und dann schauen wir uns mal an, was der Monat so gebracht hat. Auf geht's! Ja, und dann wollen wir uns mal angucken, wie der Monat so war. Grundsätzlich kann ich sagen, er war eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest verglichen mit dem Dezember 2020 war jetzt der Dezember 2021 deutlich besser. Was das genau bedeutet, gucken wir uns in den Zahlen nachher gleich an. Aber wir hatten im Monat quasi einen relativ bunten Mix, bunten Wettermix. Und zwar hatten wir Sonne, wir hatten Regen, wir hatten Schnee, wir hatten Wärme, wir hatten Kälte. Also wirklich ein sehr lebhafter Monat vom Wetter her. Und was das am Ende in Zahlen bedeutet, das schauen wir uns, wie gesagt, im Rahmen dieses Videos an. Bevor wir das tun, noch ganz kurz die Einschätzung von meiner Seite. Was habe ich denn eigentlich im November für den Dezember prognostiziert? Also ein kleiner Rückblick. Habe halt gesagt, dass ich meinen PV-Ertrag weiter reduzieren wird. Gucken wir uns an, was da passiert ist. Dann als zweites hatte ich angegeben, dass meine Autarkiequote so im Bereich zwischen 10% und 20% liegen sollte, je nach Wetter natürlich. Auch da checken wir, was daraus geworden ist. Und als drittes dann noch das Thema Eigenverbrauchsquote. Da habe ich wieder prognostiziert, dass ich meinen gesamten Strom nahezu selbst verbrauche. Und auch das prüfen wir gleich in den Zahlen dann nochmal entsprechend gegen. Bevor wir jetzt aber mit dem ersten Kapitel den Highlights starten für alle neuen Zuschauer und neue Abonnenten und da erstmal vielen Dank an euch, die ihr mir das Vertrauen quasi schenkt, noch eine kurze Vorstellung zu meiner Anlage, dass ihr wisst, worüber ich hier eigentlich rede und erst danach geht es mit dem eigentlichen Video quasi los. Aber wie gesagt, ihr könnt entsprechend über die Kapitelstruktur auf den Highlight-Teil gleich springen. Gut, dann lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommt die Vorstellung meiner Anlage und dann sehen wir uns bei den Highlights wieder. So, und jetzt für euch hier mal der Überblick über meine PV-Anlagen und meinen Speicher. Also, was habe ich bei mir im Einsatz? Ich habe insgesamt drei Photovoltaikanlagen. Gehe mal von oben links nach unten rechts dann durch. Das heißt, wir beginnen hier oben mit der Anlage, die hat insgesamt 2,48 Kilowatt Peak. Die Ausrichtung ist Südost und die Dachneigung sind 35 Grad. Und diese Anlage ist im Winterhalbjahr teilverschattet durch ein gegenüberliegendes Haus. Die zweite Anlage, die ich habe, hat dann insgesamt 4,27 Kilowatt Peak. Ausrichtung ist dann Nordwest, also ist meine andere Dachseite, ebenfalls deswegen 35 Grad Neigung und diese Anlage ist nicht verschattet. Die dritte Anlage, die ich hier habe, ist eine Anlage mit 2,95 Kilowatt Peak, Ausrichtung Südost. Das ist eine Anlage auf meinem Garagenflachdach. Und diese Anlage ist 10 Grad aufgeständert und das ganze Jahr über durch mein eigenes Haus teilverschattet. Die ganze Energie, die von diesen drei Anlagen produziert wird, sind dann insgesamt 9,7 Kilowatt Peak, also die Maximalleistung. Und das Ganze wird dann zum Teil über meinen Speicher ja, gespeichert, über meinen Hausakku. Das ist ein Akku von E3DC, ein E3DC Hauskraftwerk mit einer Kapazität von 15,84 Kilowattstunden. Und das Ganze hat eine Ein- und Ausspeiseleistung von 3 Kilowatt. Ja, das ist meine Übersicht, so bin ich aufgestellt und das ist die Basis für die jeweiligen PV-Auswertungen in den einzelnen Monaten. Gut, und dann ja, legen wir mal los mit den Highlights. Da habe ich ein paar Punkte diesmal auf der Liste drauf. Und zwar als ersten Punkt ist mein Ertrag natürlich geringer gewesen als im November, aber tatsächlich 20% höher als im Dezember 2020. Also der Dezember war jetzt tatsächlich ein besserer Monat, als es im letzten Jahr der Fall war.
Bezüglich Autarkiequote hatte ich einen Korridor von 10 bis 20% vorgegeben, haben wir nicht geschafft. Also ich bin bei sogar 23% gelandet, also leicht oberhalb meiner eigenen Prognose. Und das ist tatsächlich ein Stück weit erstaunlich, weil ich in diesem Monat auch viel mehr Strom verbraucht habe als im letzten Jahr. Warum? Da komme ich dann gleich noch dazu. Dann meine Jahresautarkie, auch das ein positiver Punkt, liegt bei 83%. Also von Januar bis jetzt Ende Dezember habe ich insgesamt 83% meines Stromverbrauchs selber erzeugt. Und das finde ich ein super Wert. Damit bin ich mehr als zufrieden. Das ist halt sogar 1% besser als im Jahr 2020. Und das trotz des relativ schlechten Photovoltaikjahres. Aber das zeige ich dann auch in meinen Jahresauswertungen nochmal, was dann schlecht tatsächlich bei mir konkret bedeutet. Dann mein Eigenverbrauch, und da habe ich meine Prognose ja wieder quasi getroffen, war 98%. Gibt immer so leichte Schwankungen aufgrund der Regelungsungenauigkeiten von meinem Batteriespeicher. Aber 98% ist ein ja, erwartbarer Wert gewesen für Dezember. Und es war sogar noch ein bisschen was an Strom übrig für meinen Speicher, nämlich insgesamt 30 Kilowattstunden. Das klingt natürlich extrem wenig. Es ist auch nicht wirklich viel, aber zumindest konnte der Speicher doch den Strom, den ich nicht direkt selber verbrauchen konnte, dann zumindest noch einspeichern und mir anschließend wieder zur Verfügung stellen, was am Ende des Tages die Autarkiequote wieder erhöht. Aber wir wissen alle, im Winter machen Speicher nicht allzu viel Sinn. Und der letzte Punkt, den ich auf meiner Highlights-Liste habe, ist das Thema Notstrom. Hier habe ich tatsächlich nochmal ein bisschen nachgelegt, in Anführungsstrichen, und habe meine Notstromreserve nochmal etwas erhöht, und zwar von 2,5 auf 3 Kilowattstunden, um im Fall des Falles einfach ein bisschen noch komfortabler unterwegs zu sein. Das heißt, ich habe sie von 17 auf 21% erhöht. Genau. Dann von den Highlights wechseln wir direkt rüber zu den Lowlights. Gut, als ersten Punkt habe ich dann auf der Liste, wie im letzten Monat, und zwar hatten wir jeden Tag Netzbezug. Das heißt, wir haben keinen Tag mehr Strom selber erzeugt, als wir verbraucht haben. Aber das ist tatsächlich in den Wintermonaten nicht unüblich. Als zweites dann Lowlights Thema Stromverbrauch. Ich habe meinen Stromverbrauch im Dezember deutlich gesteigert gegenüber Vorjahr. Das ist natürlich nicht so gut, weil ich versuche natürlich so wenig wie möglich Strom zu verbrauchen. Aber wir waren im letzten Jahr tatsächlich die letzte Dezemberwoche gar nicht zu Hause und dementsprechend war der Stromverbrauch natürlich deutlich niedriger. Dieses Jahr waren wir über Weihnachten, Neujahr komplett zu Hause und das macht sich halt dann in fast 40 Kilowattstunden mehr Stromverbrauch bemerkbar. Und dritter Punkt auf der Liste. Und damit auch schon letzter Punkt ist das Thema der Autarkie. Also waren nur noch 23% versus 36% im November. Also auch da sind wir schlechter geworden. Aber dieses Schlecht ist immer relativ, weil ich hatte ja schon gesagt, dass ich im Dezember 2020 sogar nur bei 21% lag. Also bin ich jetzt in diesem Jahr sogar nochmal 2% besser unterwegs gewesen als im Vorjahr. Ja, das war schon die kurze Liste der Lowlights und dann wechseln wir direkt rüber zu den Besonderheiten. Und ja, auf dieser Liste der Besonderheiten habe ich natürlich auch wieder ein paar Punkte zu stehen. Als ersten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, dass ich mein E-Auto sogar einmal kurz hier bei mir zu Hause eingestöpselt habe. Normalerweise mache ich das im Winter eher nicht, sondern kann halt bei meinem Arbeitgeber laden, beziehungsweise noch an verfügbaren kostenfreien Ladestationen bei mir in der Gegend. Aber ich musste es einmal einstöpseln, weil mein Auto eine Fehlermeldung gebracht hat, dass irgendwas mit dem AC-Lader nicht in Ordnung war. Und dann habe ich es immer hier ausprobiert. Das Laden war halt an der öffentlichen Ladestation, als der Ladevorgang abgebrochen wurde. Deswegen dachte ich, probiere ich es mal zu Hause aus. Habe eingestöpselt, hat ganz normal funktioniert. Und auch alle Ladevorgänge danach haben wieder normal funktioniert. Es gab keine Abbrüche. Also war das wahrscheinlich nur mal ein kleiner Hiccup, den ich hier mit meinem Auto hatte. Und konnte halt, und das ist das Gute, wenn man eine Wallbox zu Hause hat, einfach dann mal kurz anstöpseln und testen. Als zweiten Punkt habe ich dann drauf, dass wir insgesamt viermal Schneefall hatten im Dezember. Und bei Schneefall wisst ihr ja, ich bin völlig bekloppt und ja, gehe dann bei mir aufs Dach, beziehungsweise mache meine Dachflächenfenster auf und schiebe dann den Schnee von den Modulen runter. Das habe ich auch diesmal wieder getan, um quasi meinen Ertrag zu maximieren. Das mache ich aber auch immer nur dann, wenn A, kein weiterer Schneefall zu erwarten ist und B, tatsächlich die Temperaturen sind, dass ich den Schnee relativ problemlos vom Dach bekomme. Manchmal, wenn in der Nacht Frost ist, friert er auch fest und da ja, mache ich das dann nicht, weil ich auch Angst habe, dann die Module zu beschädigen. Und das will ich ja nicht, sondern ich will halt nur meinen Ertrag maximieren. Also Module viermal freigeschoben, immerhin, ne? Dann hatten wir einige frostige Nächte und sogar teilweise tagsüber Dauerfrost.
eigentlich klassisch für den Winter, aber dann gab es auch wieder viele Tage, die sehr sonnig waren und teilweise auch sehr warme Tage. Also gerade gegen Jahresende hatten wir Temperaturen hier im Rhein-Main-Gebiet von bis zu 16 Grad und das ist so schon für den Dezember sehr, sehr ungewöhnlich, also ungewöhnlich warm. Bei 18 Grad würde meine Heizung wieder ausgehen, also da waren wir knapp davor und wir sprechen halt über den Winter. Ich meine, bei den steigenden Gas- und Strompreisen, da habe ich ja auch gerade ein Video online gestellt, also ich verlinke das mal hier oben in der Ecke, könnt ihr gerne mal gucken. Bei den steigenden Gas- und Strompreisen ist natürlich weniger Gasverbrauch für die Heizung positiv, aber trotzdem sind die Temperaturen schon relativ komisch, ne? Dann hatte ich noch eine weitere Besonderheit. Ich habe ja meinen Speicher im Keller und der kalibriert sich regelmäßig und auch eine Kalibrierung hatte ich dieses Jahr wieder oder diesen Monat, nicht dieses Jahr, diesen Monat. Ich bin im letzten Monat ja mal im Monatsvideo schon mal drauf eingegangen und diesmal hatte ich wieder eine Kalibrierung am 15.12. Und zuletzt kommt wieder der beste und der schlechteste Ertragstag. Der beste Tag war der 7.12. In diesem Monat mit einem Ertrag von noch satten 5,2 Kilowattstunden. Und der schlechteste Tag war der 25.12., also der erste Weihnachtsfeiertag, mit nur 0,7 Kilowattstunden Tagesertrag. Und das ist natürlich schon krass da, wenn fast nichts vom Dach runterkommt. Das finde ich halt immer enttäuschend. Aber das ist halt der Winter. Und wenn das Wetter nicht mitspielt und der Himmel total grau ist und es vielleicht auch noch regnet, ja, dann passiert auf dem Dach einfach nicht viel. Genau, das waren jetzt die Themen Besonderheiten oder die Besonderheiten. Und jetzt gehen wir wieder ins E3DC Energieportal. Da zeige ich euch wieder den Monat, wie er in Zahlen quasi ausschaut. Und hinterher gucken wir uns die Auswertung kompakt und den spezifischen Ertrag wieder an. Auf geht's! So, dann sind wir hier im Dezember und dann gucken wir uns mal die einzelnen Daten an. Also, die Zahlen hier unten könnt ihr ja sehen, ne? Batterie laden gucken wir uns mal an. Also, es gab tatsächlich noch einige Tage, wo mein Akku geladen werden konnte. In der Spitze hier sogar mal mit 3,6 Kilowattstunden. Alles nicht viel, aber ihr seht, es ging halt hier 29,2 Kilowattstunden in den Akku rein. Es ging ein bisschen weniger raus, nämlich 27,62, weil ich ja auch noch an einem Tag meine Notstromreserve um eine gute halbe Kilowattstunde erhöht habe. Und deswegen ist die Differenz hier ein bisschen größer. Ansonsten ist so der Unterschied zwischen Batterieladen und Entladen so um die 2%, weil das DC-seitig passiert, da sind die Verluste also nicht ganz so dramatisch. Gibt eine kleine Netzeinspeisung, also ihr seht hier, das sind halt diese Regelungenauigkeiten, gehe ich nicht weiter drauf ein. Netzbezug hatte ich dagegen eine ganze Menge, 267,49 Kilowattstunden. Und ja, es gab ein paar Tage, die waren wirklich sehr stromintensiv, wenn beispielsweise Verwandtschaft da war und wir bei uns zu Hause dann auch, ja, wie viele wahrscheinlich Raclette gemacht haben, das spiegelt sich hier halt wieder oder viel gebacken wurde. Und das sind dann halt hier diese relativ hohen Ausschläge. Und ihr seht hier beispielsweise am 25.12., das war ja auch der Tag mit dem wenigsten Solarertrag, habe ich fast 14,5 Kilowattstunden Strom verbraucht. Und das summiert sich dann halt über den Monat auf diese fast 268 Kilowattstunden. Was kam von der Sonne rein? Da gucken wir uns das mal hier an. Das ist die Gesamtproduktion. Die besteht ja aus meinen beiden Dachanlagen und meiner Garagenanlage. Und da seht ihr, es sind 89,83 Kilowattstunden gewesen. Mit dem Wert bin ich wirklich sehr zufrieden, weil wir im letzten Jahr tatsächlich deutlich niedriger waren. Da waren wir ein bisschen was über 70 Kilowattstunden. Und von daher sind 89 oder fast 90 Kilowattstunden doch noch ein Ertrag, mit dem ich gut leben kann. Und hier kann man auch sehen, dass das Wetter sehr, sehr, sehr wechselhaft war. Also wir hatten hier gerade vom 20. bis zum 22. Dezember sehr schöne, zwar kalte, aber sehr schöne Tage. Und da kam dann noch eine ganze Menge vom Dach runter, also eine ganze Menge zumindest bei meiner Anlage, die im Winter größtenteils verschattet ist. Die Nordwestseite kriegt gar keine Sonne mehr ab, meine Südostseite ist bis zum Mittag verschattet und meine Garagenanlage ist halt auch komplett verschattet, ne? Und dafür sind dann halt fast 5 Kilowattstunden Tagesertrag doch relativ gut. Da bin ich also sehr zufrieden. Genau, dann hatte ich ja gesagt, ich hatte mein Auto einmal kurz eingestöpselt. Das könnt ihr sehen hier, ne, mit diesem riesen Balken am 18. Dezember. Und dann sind hier 0,09 Kilowattstunden ins Auto geflossen. Wie gesagt, war einfach nur ein Test, aber der hat ja dann ganz gut funktioniert. Genau. Dann gucken wir mal auf die Produktion. 98% von meinem produzierten Strom konnte ich halt selbst verbrauchen und 2% wurden ins Netz eingespeist. Und auf der Autarkie- oder Hausverbrauchsseite seht ihr 23% Autarkiequote und 77% Netzbezug. Jetzt gucken wir nochmal kurz auf den Direktverbrauch. Auch das immer eine ganz interessante Grafik. Wo nochmal gut ja, sichtbar ist, Thema Hausverbrauch, was ich tatsächlich aus dem Netz gezogen habe und wo ich im Zweifel, ja, oder wo im Zweifel die Batterie mithelfen konnte.
Und es gibt sogar einen Tag hier, das ist der 15.12., wo ihr seht, da gibt es überhaupt keinen Direktverbrauch. Woran liegt das? Ja, das ist der Tag gewesen, wo mein Speicher kalibriert wurde. Und er hat dann quasi mehr aus nach der, nach, also kalibrieren heißt, er wird von dem Notstrom, den ich eingestellt habe, also ich weiß nicht, ob es jetzt 17 und 21 oder 21% waren, auf jeden Fall, da wird der Speicher einmal komplett entladen und dann aus dem Netz wieder nachgeladen. Ja, und wenn natürlich weniger Strom tagsüber vom Dach runterkommt, als in den Speicher aus dem Netz nachgeladen wurde, ja, dann gibt es quasi hier rechnerisch keinen Direktverbrauch. Deswegen ist der halt hier auch nicht angegeben. Ne? Und im unteren Bereich sieht man dann nochmal die Produktion. Also was habe ich direkt verbraucht und was ging in die Batterie. Und da sehen wir halt auch hier diesen 15.12., wo im Prinzip der gesamte Strom, der übrig war, in die Batterie eingespeichert wurde. Ansonsten von den Werten hier unten ist es das gleiche. Produktion, Hausverbrauch, da gibt es halt keine Veränderung. Genau, das so viel hier aus dem E3DC Energieportal. Und dann hüpfen wir mal rüber und schauen uns mal die Auswertung kompakt an. So, also Auswertung kompakt. Ihr seht, wir sind in der letzten Zeile der Tabelle angekommen, zweites Halbjahr und der Dezember. Und dort schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also wir fangen an mit der Produktion vom Dach. Kamen jetzt diese 89,83 Kilowattstunden. Ihr seht im Vergleich zum Vormonat, da waren es noch fast 129 Kilowattstunden. Ne? Also schon noch ein Rückgang, deutlicher Rückgang. Aber wie gesagt, weniger als eigentlich im Dezember 2020. Der Verbrauch jetzt 346,06 Kilowattstunden. Im Jahr davor war ich im Dezember bei ungefähr 309 Kilowattstunden. Also schon nochmal eine deutliche ja, Erhöhung des Verbrauchs. Und das lag halt daran, dass wir, wie gesagt, eine Woche letztes Jahr nicht da waren und dieses Jahr waren wir halt komplett im Dezember zu Hause. Die Autarkie oder Autarkiequote 23% versus 36% im Vormonat. Eigenstrom bleibt bei 98%, seht ihr, seit Oktober unverändert auf 98%, heißt, seit dem Monat verbrauche ich den gesamten Strom, den ich hier produziere, quasi selber. Autarkie auf Jahressicht liegen wir jetzt bei 83%, im Vormonat noch bei 88%, da sieht man, was ein schlechter Monat tatsächlich hier für eine Auswirkung hat. In der Spitze war ich ja bei 91% Autarkie, Jahresautarkie. Und dann bester Tag, 5,18 Kilowattstunden, auch da nochmal, ne, deutlich weniger als im Monat davor. Und auch der schlechteste Tag war nochmal ein Stückchen schlechter als im Vormonat, nämlich mit 0,69 Kilowattstunden versus 1,15 Kilowattstunden im November. Ja, genau, das waren so die einzelnen Zahlen. Und jetzt kommen wir wieder zur klassischen Übersicht des spezifischen Ertrages. Auch da hatte ich letzten Monat ja schon gesagt, sind wir im Tal der Tränen jetzt angekommen. Seht ihr hier links, der Dezember. Ja, ja, wir bewegen uns zwischen 0 und 20 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Und in der kleinen Tabelle unten habe ich das nochmal aufgelistet. Also jetzt Dezember 2021 kam von meinem Südostdach noch 14,03 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak, vom Nordwestdach 8,66 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak, von meiner Garagenanlage, die quasi den ganzen Monat über verschattet ist, kamen 6,13 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Und das bedeutet, insgesamt hat meine Anlage auf die Größe von 9,7 Kilowatt Peak noch 9,26 Kilowattstunden pro installierten Kilowatt Peak geliefert. Habe nochmal die Novemberwerte drunter gepackt, ne, da könnt ihr auch nochmal vergleichen. Und zum Vorjahr auch nochmal Dezember. Ihr seht, das ist hier so knallrot eingefärbt, weil das war tatsächlich der schlechteste PV-Monat, den ich bisher mit dieser Anlage hatte und dementsprechend rot hervorgehoben. Also in diesem Jahr bin ich da ein ganzes Stückchen besser, da bin ich auch happy drüber. Also von daher so einen schlechten Dezember wie im letzten Jahr, den brauche ich nicht unbedingt wieder. Genau, soweit dann spezifischer Ertrag in Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. So, und nach meinen Zahlen kommen wieder eure Zahlen. Also seid mal bitte so lieb, schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, was ihr im Dezember so geerntet habt. Und wenn ihr schon den Vergleich zu den Vorjahren habt, wie war denn euer Dezember? War der besser als die Jahre davor oder war er schlechter als in den Jahren davor? Das würde mich mal interessieren und auch immer gerne mit dazugeben, was habt ihr für eine Anlage, ne? Größe, Ausrichtung und wo wohnt ihr? Entweder ja, Nord- oder Süddeutschland oder auch Österreich, Schweiz habe ich auch ein paar Zuschauer. Von daher schreibt das gern rein, dann kann ich das für mich so ein bisschen einordnen und mit meiner Anlage nochmal vergleichen. Vielen Dank schon mal dafür vorab. Genau, dann noch der Ausblick für das neue Jahr, also für 2022. Und da geht es ja nahtlos weiter mit dem Januar.
Und da kommt dann Anfang Februar auch wieder die Auswertung. Und deswegen sage ich, neues Jahr, neues Glück. Gucken wir mal, was 2022 so im Sinne der Photovoltaik bringt. Ob es wieder ein ja, gutes Jahr wird oder ob es so schlecht bleibt wie 2021. Das schauen wir uns dann aber ja, Monat für Monat wieder gemeinsam an. Womit rechne ich im Januar? Ich rechne damit, dass der Ertrag der Anlage wieder ein bisschen ansteigt. Also ich hoffe mal so, dass ich ein Stück über 100 Kilowattstunden wieder komme, also dass ich wieder dreistellig werde. Wie viel müssen wir mal gucken? Hängt natürlich logischerweise vom Wetter ab, ob viel Schnee fällt, und wie grundsätzlich halt, wie häufig die Sonne scheint oder nicht scheint, ne? Dann Autarkiequote, gehe ich davon aus, dass ich ja so in dem Bereich wie jetzt liege. Also ich gebe mal wieder einen Korridor vor mit 20 bis sogar 35%, wenn es ganz gut läuft. Gucken wir uns dann auch gemeinsam an. Und die Eigenverbrauchsquote, keine Überraschung, sollte wieder in nahe 100% halt liegen und ja klassisch einem Wintermonat entsprechen. Genau, das war so der Ausblick, oder es war so der Ausblick für 2022 und den Januar. Und ja, jetzt bleibt mir nur wieder das Übliche. Ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr wieder so lange dabei geblieben seid. Ja, bleibt vor allem gesund und dann sehen wir uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Ich freue mich auf euch und bis dahin macht's gut, euer Thomas. Ciao, ciao.